zwei Ausschnitte aus Zur Shakespeare-O-Manie von Christian Dietrich Grabbe, 1827. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Dezember 2009. Zwei Ausschnitte aus Zur Shakespeare-O-Manie von Christian Dietrich Grabbe, 1827. Erster Ausschnitt. Lord Byron sagt in seinem Don Juan etwas spöttisch, Shakespeare sei zur Fashion geworden. Ich gestehe vorläufig, dass mir in der englischen schönen Literatur nur zwei Erscheinungen von hoher Wichtigkeit sind, Lord Byron und Shakespeare. Jener als die möglichst poetisch dargestellte Subjektivität, dieser als die ebenso poetisch ausgedehnte Objektivität. Lord Byron, in seiner Art so groß als Shakespeare, mag gerade wegen seines verschiedenen dichterischen Charakters nicht das kompetenteste Urteil über ihn abgeben. Niemand ist indes scharfsichtiger als ein würdiger Gegner, und sollte nicht am Ausdrucke Fashion beim Shakespeare etwas Wahres sein? Ich glaube es. Will heutiges Tages ein seichter Theaterkritikus sich eine vornehme Miene geben und kann er diese aus eigenen Mitteln nicht zu Wege bringen, so ist ihm nichts leichter, als mit seinem Finger auf den großen Shakespeare hinzudeuten und ihn mit einigen leeren Floskeln als Muster zu nennen. Die armen dramatischen Dichter fahren dabei am schlimmsten. Schreibt einer von ihnen im Geiste Shakespeares, des angeblichen alleinigen oder doch höchsten Vorbildes deutscher Dramatiker, so heißt es, der Mann ahmt nach, und wie wenig erreicht er seinen Meister. Ist der Poet dagegen so kühn, in eigenem Geiste zu dichten, so fällt das Urteil für ihn noch übler aus, denn alsdann befindet sich der Mann auf Abwägen. Es ist ihm zu raten, Wahrheit und Natur nicht etwa in ihr selbst, sondern in ihrem einzigen Spiegel, im Shakespeare, zu studieren. Zweiter Ausschnitt. Niemand wird dem Shakespeare wahrhaftiger huldigen, als ich es tue. Sein umfassendes Genie, welches überall, wohin es den Blick wirft, sei es auf die Erde, in den Himmel oder in die Hölle, Leben in die Wüsten schafft. Seine Schöpfungskraft, welche ihm manche Charaktere mit einer Selbstständigkeit auszustatten vergönnt, nach welcher man fast an ein inneres, wirkliches Leben derselben glauben sollte, und wenigstens, wenn man sie aus dem Rahmen des Schauspiels nähme und in das Leben treten ließe, nicht, wie bei den meisten heutigen Tragödien, befürchten dürfte, nur Marionetten zu produzieren. Seine vielseitige und geniale Fantasie, sein tiefer Blick in das Leben und in die Weltgeschichte, die göttliche Ruhe, welche Friedrich Schlegel wohl mit seiner göttlichen Faulheit verwechselt, mit der er oft auf dem vom Archimedes ersehnten Punkte außer der Welt zu stehen und sie zu bewegen scheint. Der Humor, die Ironie, mit welchem er selbst durch Tränen lächelt.
alles dieses und noch viel mehr erkenne ich mit Erstaunen im Shakespeare an und hoffe es einst in einer besonderen Schrift, die ich, um die Mode zu ehren, gleich dem Franz Horn Erläuterungen zum Shakespeare nennen werde, mit Beweisen niederzulegen. Hier aber tut es leider Not, von Shakespeares Schattenseite zu reden, indem die Shakespeare-Romanisten lieber blind sein, als diese sehen wollen. Gerade mit dem ersten Vorzuge, den der Haufen der Shakespeare-Vergötterer an seinem Idole zu entdecken glaubt, deckt der Haufen nur seine Unwissenheit auf. Ich meine mit dem Lobe der dem Shakespeare fast sprichwörtlich zugeschriebenen Originalität. Unter dieser Originalität verstehen die Herren vor allem anderen die Form, das heißt die Theaterverwandlungen, die Art des Dialoges, die Manier einzelner Ausdrücke und der Charakterschilderungen, den willkürlichen oder willkürlich scheinenden Gang der Handlung, pp. Dieses alles ist jedoch nicht shakespearisch, sondern altenglisch. Weit vor dem Shakespeare, von dem alten Schauspiele Gorbeau Duc an, war alles das, selbst das Aufsuchen und Auffinden solcher Gedanken, welche wir jetzt echt shakespearisch heißen, auf der englischen Bühne zur Mode geworden. Ben Jonson, Francis Beaumont und Fletcher, Thomas Heywood, Christoph Marlowe und viele andere zogen mit ihren ebenso genialen Dramen, man erinnere sich an die Tragödien Faust, Cejan, Catilina, Pepe, an die Lustspiele Every Man in His Humor, The Night of the Burning Pestle, Pepe, vor und mit den shakespearischen Schauspielen über das Theater. Und deshalb konnte Shakespeare zu jener Zeit, wo so viele geistesähnliche Nebenbuhler ihn umstanden, nicht den Beifall erhalten, welcher ihm jetzt, da die Nebenbuhler aus Unwissenheit vergessen sind, allein zuteil wird. Mancher deutsche Kritiker wird ein Stück von Fletcher und Beaumont, wenn man ihm den Namen der Verfasser verhehlt, von einem shakespearischen nicht zu unterscheiden wissen. Shakespeare schuf weder eine Schule noch eine neue Schauspielart. Er fand vielmehr eine Schule vor, war Mitglied derselben. Und zwar, was seine einzige wahre Originalität ist, das größte Mitglied dieser Schule. Weiter wird die einst durch Voltaire so verrufene shakespearische Komposition der Schauspiele jetzt zum Himmel erhoben. Zu einiger Erläuterung will ich gleich nachher einige von Schlegel übersetzte Stücke, weil sie am bekanntesten sind, betrachten und kurz, wie der Raum dieser Blätter es nur erlaubt, dabei verweilen. Dass Shakespeares komponierendes Talent ausgezeichnet ist, leugnet niemand. Dass es aber besser sein soll als das vieler anderen Schriftsteller, leugne ich offen. Vor allem rühmt man dieserhalb seine historischen Stücke. Es ist wahr, dass alle seine Vorzüge in ihnen strahlen und dass da, wo er eigentümlich ist, kaum Goethe, zum Beispiel im Egmont, noch weniger Schiller mit ihm wetteifern können. Aber vom Poeten verlange ich, sobald er Historie dramatisch darstellt, auch eine dramatische, konzentrische und dabei die Idee der Geschichte wiedergebende Behandlung. Hiernach strebte Schiller, und der gesunde deutsche Sinn leitete ihn. Keines seiner historischen Schauspiele ist ohne dramatischen Mittelpunkt und ohne eine konzentrische Idee.
sei nun Shakespeare objektiver als Schiller, so sind doch seine historischen Dramen und fast nur die aus der englischen Geschichte genommenen, denn die übrigen stehen noch niedriger, weiter nichts als poetisch verzierte Chroniken. Kein Mittelpunkt, keine Katastrophe, kein poetisches Endziel lässt sich in der Mehrzahl derselben erkennen. Hätte Shakespeare deutsche Geschichte in dieser Manier behandelt, so würden mir die Chroniken eines Tschudi und Thornmeier Aventinus stets lieber sein als seine Schauspiele, denn ich finde dort wenigstens reine und keine geschminkte Natur. Einige Stücke anzusehen, beginne ich weder mit dem Besten noch dem Schlechtesten, mit Julius Cäsar. Einzig ist die Art, mit welcher die Kritiker den Fehler dieses Stückes, die doppelte Handlung, erst eingestanden und hinterdrein zu retten gesucht haben. Nicht Cäsar, sondern Brutus soll der Held darin sein, der indes wieder an Cassius einen das Interesse schwächenden Nebenmann hätte. Schon der Titel des Stückes, und Shakespeare wählt die Titel nie ohne Ursache, wie man am Wintermärchen Sommernachtstraum Pepe sehen kann, hätte den Leuten Bedenken einflößen sollen. Und dann ist Julius Cäsar nicht die Seele des Ganzen? Soll er nicht noch nach seinem Tode als erscheinender Geist, welche Erscheinung im Drama betrübt und dürftig, im Plutarch ergreifend ist, fortwirken? Interessiert er nicht schon deshalb mehr als Brutus, Cassius und Konsorten, weil alle diese Leute sich gegen ihn verschwören? Zieht nicht jeden empfindenden Menschen der Punkt am meisten an, wider den die meiste Tätigkeit gerichtet ist? Und verliert sich nach Cäsars Tode nicht alles dies, indem plötzlich zwei untergeordnete Individuen, Brutus und Cassius, uns von nun an mit ihren Schicksalen allein anziehen sollen? Schlimmer ist fast noch die Behandlung, welche Shakespeare, der oft so große Menschenkenner, dem Charakter des Cäsar hat angedeihen lassen. Julius Cäsar, in der Geschichte der einfachste, scharfsinnigste, liebenswürdigste aller Menschen, ist im Shakespeare zu einem phrasenmachenden Renommisten geworden. Nur die Beziehungen, welche alle übrigen Personen des Dramas auf ihn nehmen, retten ihn in etwas als dramatische Hauptperson, machen aber just dadurch diese Personen noch unfähiger, nach seinem Tode seine Rolle fortsetzen zu wollen. Hierbei betrachte man die Art, wie Shakespeare das Volk behandelt. Volksszenen gehören zu seiner Hauptstärke, jedoch nur Szenen des englischen Volkes. Gegen die Franzosen zum Beispiel trägt er einen Nationalhass, der dem Effekte seiner Dramen aus den französisch-englischen Kriegen sogar schadet, indem er seine Engländer mit Gegnern kämpfen lässt, deren Besiegung sie nicht ehren kann. Und die Römer. Im Julius Cäsar konnte Shakespeare sie als Narren behandeln, denn zu der Zeit waren sie schon längst als Römer untergegangen. Er hat aber, obgleich hier nur Volksszenen die Möglichkeit erklären konnten, dass je ein Mensch wie der shakespearische Cäsar die Welt beherrschte, sich mit einer flachen Berührung derselben begnügt.
dagegen erscheinen im Coriolan die Römer als wahrer, elender, kindischer Pöbel, mit Fleiß und Liebe dazu ausstaffiert. Nie scheint Shakespeare begriffen zu haben, was zur Zeit Coriolans der Kampf der Patrizier und Plebejer sagen wollte, wie dieser Kampf aus der äußersten Notwendigkeit, aus dem innersten Leben sich entwickelte. Eine Lektüre Niebuhrs wird das shakespearische Drama in dieser Hinsicht dem Leser unerträglich machen. Und ich bemerke nur beiläufig, dass aus dem Coriolan und mehreren anderen Stücken mir hervorzugehen scheint, dass Shakespeare einen fast aristokratischen Sinn gehegt habe. Ende von zwei Ausschnitte aus Zur Shakespeare-Manie von Christian Dietrich Grabbe 1827.